Ja, so, hallo liebe Freundinnen und Freunde, wir sind wieder hier bei The Green Hell, beziehungsweise in The Green Hell, haben wir letztes Jahr mal schon drüber gesprochen. Ja, wir haben ja letzte Folge, haben wir erfolgreich dieses Drogenkartell, wer kommt da angetappert? Dieses Drogenkartell-Lager da gefunden und haben das entsprechend gelootet. Wie läuft da irgendjemand? Oh. Ja. Sind aber nicht wirklich weitergekommen, wie wir eigentlich wollten. Also wir suchen ja nach wie vor den verbrannten Teil der Karte ab. Da waren wir, glaube ich, zum Teil mit diesem Lager. Aber auch nicht so wirklich. Das heißt, wir müssen weiter... Wo ist unser Kompass? 30 West haben, 30 Süd haben wir gesagt. Und irgendwie 32 West oder so, ne? Wir wollten ja erstmal weiter Richtung Süden gehen. Das machen wir dann jetzt auch. Es wird, glaube ich, schon wieder dunkel, oder? Ja, 17 Uhr, ein bisschen können wir noch. Oh, nee. Diesmal nicht. Boah, es ist aber auch schon wirklich stockdunkel. Ne? Oh, hier ist eine... Ja, ich dachte, da wäre eine Höhle. Ist es nicht. Ja. Dann gehen wir weiter Richtung Süden. Wobei, ne, wir machen jetzt erstmal hier einen Schlafplatz fertig. Und schlafen die Nacht. Das macht ja gar keinen Sinn. Also ich sehe schon wieder nur die Hälfte. Das ist irgendwie alles dann echt immer Käse. So. Na, sehr gut. Stark. Ja gut, hier können wir irgendwie nie irgendwie ein Bett bauen. Nirgendwo meine ich nicht, nie. Ach Mann, das ist doch jetzt hier nicht wahr. Ich will doch einfach nur eine dämliche Schlafstelle hier irgendwo haben. Gibt's das denn? Hier, da. So, jetzt haben wir natürlich unsere Palmblätter verloren. Das ist aber egal, wir haben ja hier Palmblätter... Ein Überfluss. Dann nehmen wir einfach diese. Gut, wir bauen jetzt mal eben hier das Bett schnell zusammen. Dann legen wir uns da rein. Und schlafen die Nacht sozusagen durch. So. So. War stark. Jetzt wachen wir mitten in der Nacht auf, aber egal. Dann schlafen wir nochmal eine Runde bis zum Morgengrauen. So. Perfekt. Gut, ich würde sagen, das reicht. Dann gehen wir jetzt weiter. Süden ist diese Richtung. Unterwegs halten wir natürlich Ausschau nach Molinari-Blättern. Dass wir uns wieder neue Verbände unterwegs besorgen können. Weil ich glaube, die letzten haben wir mehr oder weniger aufgebraucht. Ja gut, wir haben noch drei Stück, also ein bisschen haben wir noch. Oh, Bananen. Jetzt ist hier langsam gut mit euch Schlangen. Das ist alles verdorben, Mist. Essen wir noch eine Banane. Trinken wir ein Schlückchen. So, weiter geht's. Hier kommen wir nicht her. Ja, ich bin mal gespannt, was wir noch so finden. Bislang haben wir ja, wie gesagt, das, unbekannte Pilze. Die hatten wir auch noch nicht, ne? Doch, das sind doch... Hä? Egal. Bin mal gespannt, was wir noch so finden. Wir haben ja bisher eine illegale Goldmine gefunden. Und dieses Drogenkartell. Das wird jetzt auch nicht unbedingt legal gewesen sein. Und ein verlassenes Lager von ähnlichen Expeditionsteilnehmern, wie wir es ja sind. Und ein verlassen... Nee, gar nicht. Ein... Ah.
Hier waren wir noch nicht, ne? Eisenerz. Gibt's hier etwas zu entdecken? Da waren trampelnde Geräusche. Boah, ich habe euch ja schon gesagt, Höhlen mag ich ja grundsätzlich nicht so gerne, ne? Ein Lager! Marcella, ich habe dich gestern zwischen den Bäumen gesehen. Du solltest nicht so bald hier auftauchen. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe dich nicht gerufen, weil es hier gefährlich geworden ist. Ich komme später zu dir. Geh auf keinen Fall zu nahe ans Labor. Vor ein paar Tagen haben sie einen Gringo geschnappt, der im Dschungel umherwanderte. Und jetzt grassiert hier irgendeine Krankheit. Paul ist sofort krank geworden und ich halte mich von ihm fern, damit ich mich nicht anstecke. Wir werden wohl jemand anders suchen müssen, aber mach dir keine Gedanken, ich krieg das schon hin. Es tut mir leid, dass unser schöner Plan nicht aufgeht, bla bla bla. Dschungel, das heißt ein Sticky, schreiben fällt ihm schwer. Versteck dich am besten in dieser Höhle, dort ist es sicher und kühl. Aber nicht, dass aus dem Fluss dort entsorgen wir die Chemikalien? Und wir haben die ganze Zeit aus dem Fluss getrunken? Was ist das denn für eine Nummer? So. Dann essen wir das direkt auf. Okay, also Thiago hat hier in dieser... Boah, ich dachte gerade, da schnell jemand. Thiago hat hier in dieser Höhle gehaust. Gut für Thiago. Schlecht für uns. Er ist aber auch nicht mehr da. Weil bisher haben wir wirklich nur verlassene Stellen gefunden. Stellen gefunden. Die war aber auch mies platziert, die Schlange. Wir haben hier mehrere neue Orte gefunden. Aber nichts, was wir zu erkunden hätten. Wir können auch nicht mit Mia drüber reden. So interessant waren die Orte wohl nicht. Also wahrscheinlich ist dieser Ort jetzt eingetragen worden hier wegen dem Eisenerz. Da drin war ja dieses Eisenerz. Süden, da müssen wir in die ganz andere Richtung hier. Wer ruft hier? Er! Aber der wird... Ja. So viel dazu, mein Freund. Hallo. Wahrscheinlich wird er uns nicht als Freund sehen. Stammesspeer. Ui. Geh weg, Schlange. Wo sitzt sie? Schnell dran weggepirscht. Wo kam der denn auf einmal her? Das war ja aber heftig, ne? Einmal steht er da, schreit irgendwas unverständlich. Ich glaube, wir sind wieder irgendwie da, wo wir am Anfang waren, oder? Jetzt sind wir bei 30 Süd auf jeden Fall. Jetzt müssen wir Richtung Osten gehen, also in diese Richtung. Krass, wir haben schon wieder einen Menschen töten müssen. Es tut mir sehr, sehr leid, aber der hätte uns sonst auch angegriffen. Also die Variante, dass die uns ja in irgendeiner Art und Weise freundlich gesinnt sind, die gibt es ja einfach hier nicht. Von daher war das reine Notwehr. Proaktive Notwehr, so. Osten. Wahrscheinlich kommen wir gleich wieder vor diese gleiche Felswand wie letztes Mal und stehen da wieder vor dumm rum und sind überfordert, wie wir jetzt in ansatzweise weiterkommen, oder ich zumindest. Ja, ich sehe schon, komm, wir sind jetzt wieder hier, wo wir vor zwei, drei Folgen rumgeirrt sind. Hier kommen wir einfach nicht weiter. Und das ist langsam auch nicht mehr lustig, Freunde und Freundinnen. Also ihr müsst es irgendeine Möglichkeit geben, da weiterzukommen, weil wir müssen definitiv Richtung Osten. Osten ist... Ja, wieso? Wir gehen einfach mal hier lang. Vielleicht reg ich mich zu früh auf. Wir gehen jetzt einfach mal diese Felswand hier komplett an dieser Seite hier entlang. Irgendwo wird es ja dann eine Möglichkeit geben, weiterzukommen. Psychotheria brauchen wir aktuell nicht. Ich höre sie schon wieder überall rascheln und denke jedes Mal, jetzt stürmt hier gleich wieder irgend so ein Tiger auf uns zu, weil wir ihn angeblich in seinem Busch da gespottet hätten.
Okay, hier waren wir, glaube ich, schon mal, oder? Vorne sieht es aus, als ob es da was gibt. Aber ich glaube, hier ist nur dieses verlassene Lager. Ach nee, hier ist die Goldmine wieder. Nicht die Goldmine. Ich bin erschrocken. Hier ist dieses Drogenkartell-Gedöns da. Okay, also. Ruhe. Ruhe, Ruhe. Wir gehen hier weiter hoch. Richtung Osten weiter. Kletterstelle. Hier waren wir noch nicht, ne? Junge, dummes Tier. Warum? Hier waren wir noch nicht, oder? Oder ist das die Lambda 2 Kletterstelle? Warte, wir warten mal eben hier unseren blöden Dings da. Da ist immer eine unbekannte Nuss. Warte mal. Das ist hier neu, oder? Lambda 2, 42 West, 25 Süd. 47. Nee, hier sind wir definitiv. Oder wir stellen uns mal direkt darunter. Ja, also hier waren wir noch nicht. Krass. Wir haben endlich eine neue Stelle gefunden. Das ist ja der absolute Wahnsinn, Freunde und Freundinnen. Aber hier waren wir, glaube ich, aber schon mal. Hier bin ich mal da kann ich mich dran erinnern. Hier bin ich gegen irgendwen gestorben. Essen wir. Wahnsinn. Endlich kommen wir ansatzweise voran, Freunde und Freundinnen. Das wollte ich nicht. Das in die Richtung. Goddammit. Wieder eine nicht überbrückbare Stelle, aber hier können wir, glaube ich, hoch. Ja, genau. Und dann gehen wir da. Hat hier gerade irgendjemand was gerufen? Und dann gehen wir jetzt hier rüber. So. So. So nämlich. Und dann gleich wieder Richtung Osten, also nach links. Genau hier hoch. Perfekt. Wir kommen langsam voran, Freunde und Freunde. Stark, hätte ich im Leben nicht erwartet, dass wir jemals hier doch noch weiterkommen. Oh oh. Aber wir kommen wirklich, wirklich weiter. Warum denn jetzt schon wieder Ausschlag? So, wir nehmen hier nochmal ein paar Pilze mit. Die essen wir direkt. Den auch. So. So laufen wir denn jetzt Richtung Norden? Wir gehen hier unten weiter. Die essen wir. So. Immer die. Osten ist diese Richtung. Quasi dem Flusslauf folgen. Aber hier waren wir schon mal. Das kommt mir alles hier sehr bekannt vor, wenn ich ehrlich bin. Hier in der Nähe ist auch diese Lambda. Alter, wer ist denn? Diese Lambda 2 Abstützstelle, oder nicht? Nicht Abstützstelle. Ja, jetzt stehen wir hier wieder. Da kommen wir nicht hoch. Oder? Nee, definitiv. Wir müssen hier weiter. Aber wir könnten uns. Wir können uns hier mal eben kurz waschen. Und wir haben warum auch immer einen Parasiten, aber das ist ja nicht schlimm.
Und irgendwas anderes haben wir auch noch. Ach, diesen Ausschlag, okay, der ist ja nicht weiter wild, der wird ja. Der geht ja letztlich von alleine wieder weg. Also okay, wir gehen hier weiter. Ich glaube, wir kommen gleich wieder da raus, wo wir gebaut haben. Irgendwie kommt mir das hier sehr, sehr bekannt vor. Ja, hier links ist unser Baumhaus. Ach, Himmel, Herrgott. Ist das dumm. Ich drücke immer Tab anstatt F. Ja, wir sind hier wieder... Ach Gott, wir sind einfach wieder da... Was ist das denn jetzt hier? Wir sind einfach wieder da, wo wir wohnen und im Kreis gelaufen. Fantastisch. Ich habe mich so gefreut, dass wir da vorwärts kommen und dann sind wir einfach in die komplett... Ist das dumm. Mann, jetzt lass mich doch hier hoch. Also hier an dieser Stelle ist irgendwas... Habt ihr das auch gesehen? Hier an dieser Stelle ist irgendwas, was immer das hier irgendwie so ein bisschen zum Laggen bringt. So, keine Ahnung. Schon wieder falsche Taste. Okay, wir sind... Was ist hier? Ne, das ist einfach nur irgendeine Höhle. Karte, neuer Ort. Wir haben noch eine neue Höhle entdeckt. Hä? Was war das? Hat der uns angegriffen? Was? Diese komische Eidechse hat uns gebissen, ne? Ja, da. Das kann ich nicht verbinden, irgendwie. Okay, jetzt haben wir wieder Fieber. Egal. Wir gehen jetzt weiter hier in diese Höhle. Sag mal! Der Skorpion ist das, ich Depp! Wir brauchen Knochen, um das Fieber zu heilen. Das heißt, eines dieser Schweinchen muss jetzt leider sein Leben für unsere Gesundheit geben, aber ich denke, dass wir das gerne tun. Wenn wir denn erstmal eins hätten hier. Da. Scheiße. Hey, wo ist denn der andere Speer hin? Mist, wo ist es hingelaufen? Egal, holen wir uns ein anderes. Wir nehmen auf jeden Fall hier das trockene Blatt mit. Och Mann! Hervorragender Wurf. Muss ich mich selber einfach loben, das war wirklich sehr, sehr gut. Gut, dann bauen wir uns jetzt ein Feuer. Und zünden das entsprechend an. Und dann werden wir hier entsprechend schnell Essen und so weiter und die Knochensuppe kochen. Shit. Ach nein. Ach nein. God, I'm thirsty. Ach, jetzt ist natürlich hier wieder auch komplett alles durcheinander gerade.
Gut. Die ist verdorben, egal. Okay. Gut, wir kippen jetzt gleich sowieso um, von daher legen wir uns jetzt hier schnell hin ein bisschen. So, das Fieber senkt sich sehr, sehr gut. So. Jetzt brauchen wir entsprechend einfach nur neue Glut wieder. Erstmal werden wir uns jetzt hier unten schnell waschen. Dreimal sogar. Okay. Gut, jetzt brauchen wir natürlich dummerweise eine neue Entzündungsmöglichkeit hier, weil wir unser trockenes Blatt ja natürlich... Liegt da eins? Ja, perfekt. So, wo ist das Feuer? Da. Da. Come on. Come on, Dylan. Come on. Sehr gut anzünden. Dann vorsichtig diesmal. Ich stelle mich jetzt auch absichtlich seitlich so, damit ich hier nicht wieder aus Versehen und mal unser eigenes Feuer wieder ausschalte. So. Jetzt haben wir mittlerweile schon das Fieber so bekämpft. Das heißt, wir machen jetzt nur noch wenig Essen. Wir kochen auf jeden Fall hier die Suppe. So. Doch einer. Oder nicht? Ich glaube, ich werde langsam, ehrlich, würde in so einem Dschungel, würde ich safe komplett paranoid werden. Oder wenn ich da alleine wäre. Da würde ich komplett durchdrehen. Nee, zerstören wollen wir das nicht. Gut, jetzt haben wir hier wieder uns komplett hochgepäppelt. Haben auch unsere Dings. Unsere Trinkflasche wieder mit flüssigem, klarem Wasser gefüllt. Völlig überraschend zum Beispiel auch, dass es flüssig ist. Da wären wir jetzt sonst nie drauf gekommen. So, jetzt brauchen wir hier noch unser Bett. Weil dann schlafen wir jetzt noch bis zum Morgen wieder entsprechend kurz. Warum sage ich heute eigentlich dauernd entsprechend? Egal. So, wir schlafen jetzt bis zum Morgen wieder. Und dann gehen wir in diese Höhle rein. Diesmal ohne Skorpion, den haben wir ja zum Glück freundlich gebeten, zur Seite zu gehen. So, 7:30 Uhr ist eine gute Zeit. Und ab geht's in die Höhle. Weil da waren wir ja bislang so noch nicht. So, vorsichtig jetzt. Ich dachte, diese Eidechse hätte uns gebissen gehabt, aber hat sie gar nicht. Hier ist einfach auch nur eine Eisenader, denn das ist doch blöd. Andauernd werden uns hier storymäßig irgendwas erzählt, von wegen geh in die Höhlen und hast du nicht gesehen. Aber letztlich ist dann in den Höhlen einfach immer nie irgendwas. Also dafür jetzt die ganze Aufregung, so weiß ich nicht. So, wir gehen weiter Richtung Osten eigentlich, aber da können wir nicht her, deswegen gehen wir kurz hier entlang. Hm.
Ja, jetzt sind wir wieder vor dem gleichen Dilemma wie immer. Dass wir einfach nicht. Vielleicht ist das auch. Ach nee. Vielleicht wäre so ein Durchgang. Vielleicht ist das einfach auch die Map-Begrenzung, so, keine Ahnung. So, wir haben schon wieder irgendeinen dämlichen Egel. Ach, ich muss die gar nicht runterziehen. Ich muss die einfach nur kurz anklicken. So, nee, Quatsch. Ja, da werden wir auch auf keinen Fall hochklettern können. Oha! Der Kletterstand in eine neue! Und hier so eine, ja gut, das soll wahrscheinlich eine Art Warnung sein. Aber hervorragend, wir können endlich hier hoch, Freunde und Freundinnen! Oha! Freunde und Freundinnen, es geht langsam weiter. Wir sind in einer neuen Höhle. Die sieht aber irgendwie. Das sieht aus wie gebaut. Ja, nehmen wir mit. Wir gehen erstmal hier links rum. Ja, hier ist definitiv. Nee, das ist einfach Eisen. Aber. Hier geht's weiter. Freunde und Freundinnen, wir sind endlich an einer Stelle, wo es endlich mal ein bisschen weitergeht. Wir haben eine neue Kletterstelle gefunden. Wenn jetzt das wieder nur so eine dämliche Eisenerzhöhle ist, ne? Dann werde ich in keine einzige Höhle in diesem Spiel mehr gehen. Weil die sind immer so gruselig. Und dann ist da einfach nichts. Aber es ist, scheint eine Art Durchgang zu sein. Nein, nehmen wir mit. Okay, jetzt vorsichtig. Wir sind irgendwie irgendwo hingegangen. Wir sind hier irgendwie, ja. Ich denke, wir sind irgendwo hingegangen, trifft's ganz gut, weil wo wir hingegangen sind, keine Ahnung. Wir essen ein paar Pilze. Was ist eigentlich mit unseren. Ja, Nährwert ist noch nicht gut. Gut, wir gehen weiter Richtung Osten. Wollte ich eigentlich gar nicht so abrupt runter, egal, sind wir jetzt so runtergekommen. Weiter Richtung Osten. Wir gucken immer links und rechts ein bisschen, ob wir da irgendwas Spannendes sehen, aber bislang sehen wir einfach nur Dschungel, Dschungel, Dschungel. Deswegen, wie gesagt, weiter in Richtung Osten, weil wir wollen ja zum verbrannten Teil der Karte. Aber wir müssen danach auch wieder ein ganzes Stück Richtung Süden gehen. Aber egal, wir sind endlich nach 100 Millionen Jahren sind wir diese dämliche Stelle da hochgekommen, haben eine Kletterstelle gefunden und konnten entsprechend dann durch diese wieder mal absolut nichtsnutzige Höhle durchklettern. Gucken wir eben. Den Weg durchgehend snacken ist sehr gut. Ich würde sagen, wir bleiben hier unten durchaus in dem Flussbett. Da sehen wir am meisten, ob wir kommen. Langsam Richtung. Die Nuss, die nehmen wir. So. Da vorne sind mehrere Vergehen über so eine Art Lagune. Aber hier geht's nicht weiter. Aber das kommt mir ehrlicherweise irgendwie auch. Na gut, ich will es jetzt nicht heraufbeschwören. Ich wollte gerade sagen, mir kommt das irgendwie auch schon wieder bekannt vor. Kann ich eigentlich auch die Blätter einfach so? Nee. Aber die sollten wir auf jeden Fall hier mitnehmen. Also die trockenen Blätter, weil dass wir uns später wieder ein kleines Feuer machen können. Das ist immer, denke ich, sehr, sehr wichtig. Okay, weiter geht's. Wir nehmen wieder den Speer in die Hand. Den Stammesspeer sogar. Vielleicht sind die uns dann freundlicher gesinnt. Oder noch misserfüllter, weil sie wissen, dass wir den Speer nur haben können, weil wir einen der ihren ja, beraubt haben. So. Hau bloß ab, du Schlange. Da ist sie.
So. Wir gehen weiter und weiter. Freundinnen und Freunde, denkt ihr, es wird diese Folge noch etwas Spannendes passieren? Ich bin unsicher. Nein, wir sind einfach wieder hier. Nein. Ich habe mich so gefreut. Ich habe mich... Jetzt ist hier auch noch so eine blöde Schlange irgendwo. Also jetzt reicht's mir langsam wirklich. Ich habe mich so gefreut, dass wir endlich hier irgendwie angeblich... Oh, guck mal, das ist unsere Fleischschuppe noch gewesen. Dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Und dann sind wir einfach wieder nur an der gleichen Stelle, an der wir schon mal waren. Diese eingestützte Brücke. Und wir sind wieder nicht weitergekommen. Also langsam geht mir wirklich... Ja, weiß ich auch nicht. Also... Der Rat, wie es weitergeht, fällt mir langsam schwer. Dabei will ich doch einfach nur die Story zu Ende spielen. Ich will wissen, was mit Mia passiert ist. Ich will wissen, wo wir hier gelandet sind. Ich will wissen, warum ich dauernd die falsche Taste drücke. Dann will ich wissen, warum jeder unser blödes Buch hasst. Also, ich habe mich wirklich... Ach, Mann. Also, ja, ich klinge gerade sehr weinerlich und enttäuscht, aber das bin ich an der Stelle auch. Weil ich habe mich so gefreut, als wir diese eine Kletterstelle gefunden haben. Und dann habe ich noch gedacht, so, diese Lagune, die kommt mir aber komisch bekannt vor irgendwie. Ja, hier ist wieder dieses Dorf, wo wir schon mal waren. Ach Mann, ist das dumm. Ach Mann. Ich glaube, wir kommen einfach nie da an, keine Ahnung. Wir gehen jetzt weiter hier, dieser Felswand noch ein bisschen lang. Ich meine, die Folge dauert eh nicht mehr lange, so 2-3 Minuten noch. Dann haben wir die Folgenzeit voll. Nächste Folge werden wir dann wieder motivierter sein, aber jetzt gerade bin ich wirklich alle sehr gebrochen. Weil wir einfach eine komplette Folge lang im Kreis gelaufen sind. Das kann doch nicht wahr sein. Wir gehen noch bis zu nach da vorne. Und dann... Ja, weiß ich auch nicht, was wir dann machen. Oh, da springe ich nicht runter. Ja, hier waren wir auch schon mal. Da sind wir vor einer Folge oder so, sind wir dann in den Tod gestürzt. Dann gehen wir jetzt mal hier links rüber. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Gott. Ich bin dabei, das hat dich runtergerutscht. Habt ihr das gesehen? Kann ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern, aber im Zweifel waren wir wahrscheinlich hier mittlerweile auch schon 1000 Mal. Ja. Ich meine, klar, wir haben halt in gewisser Weise schon irgendwie noch was entdeckt, so. Wir haben halt irgendwie dieses eine Lager da in einer Höhle entdeckt und so. Das war ja alles ganz cool. Aber ich wäre lieber endlich mal wirklich einen Schritt weiter gekommen, so. Geh weg, bitte. Und... Anstatt, dass wir jetzt wieder einfach nur hier im Kreis gelaufen. Jetzt sind wir schon wieder komplett... Also... Ja, weiß ich auch nicht, Freunde und Freundinnen. Ich denke mal, wir machen uns einen Plan für die nächste Folge, wie wir da endlich mal vorwärts kommen. Ich meine, so in kleinen Schritten kommen wir ja immer vorwärts. Von daher will ich mich auch gar nicht so sehr beschweren. Ja, du hast doch mal was dagegen. Es wäre halt mal cool, wenn man so einen richtigen Step nach vorne machen könnte, anstatt immer nur so diese kleinen hinderlichen Schrittchen so, ne? Vor allen Dingen, wenn wir einen Plan hätten, wie wir da hinkommen jetzt. Wie gesagt, wir müssen irgendwie dieses Felsatoll da hoch, aber ich weiß aber nicht, ob das geht. Also ob das der Key ist sozusagen, aber naja. Egal, wir werden es nächste Folge rausfinden, dann wie gesagt, vielen Dank für alle, die heute zugeschaut haben. Hier in diesem kleinen Dorf werden wir uns jetzt ausloggen. Gibt es ja nicht auch eine Schlafmöglichkeit? Nö. Ja. Egal, dann klauen wir denen die langen Stöcker noch wenigstens. So, das haben wir noch erfolgreich getan. Da nehmen wir auch noch ein paar mit. Oh.
Oh, oh. Bleib stehen. Bleib stehen, damit ich dich... Oh. Weißt du, ich kann den Speer nicht. I need to rest. Zum Glück haben wir eine lange Distanzwaffe. Ist er tot? Nein. Jetzt. Aha, Krieger halten. Was können wir denn bei dem sammeln? Federn und Knochen. Knochen ist natürlich nicht schlecht. Dann würde ich sagen, kochen wir uns zum Abschluss hier noch ein schönes Süppchen aus Menschenfleisch. Also Menschenknochen vielmehr. Hey, du kriegst ja gleich was zu trinken. Also das würde ich sagen, das gönnen wir uns dann jetzt zum Ende doch nochmal hier schnell. Ich meine letztlich, sehr nachhaltige Nutzung dieses Dorfes, ne? Wir klauen ihr Holz, wir töten den Stammeskrieger, nutzen seine Knochen. Ah, na, jetzt sind wir hier schon wieder. No, bad idea. Ja, wir. Wir legen uns mal kurz hier hin. Wir haben einen Wurm. Das ist aber nicht weiter schlimm, weil wir haben ja hier unsere So, dann haben wir irgendwie noch einen Parasiten, woher auch immer. Das ist aber auch kein... Ist doch ein Problem. Egal, das machen wir später. Wir werden jetzt erstmal hier das Feuer entzünden. Come on. So, dann wie leer. Das ist jetzt nicht wahr. Liebe Freunde, wir beenden an dieser Stelle die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und nächste Folge werden wir etwas strukturierter. Ich meine, das sage ich dauernd, aber nächste Folge ganz bestimmt werden wir etwas strukturierter weiter den verbrannten Teil der Karte suchen und werden dann endlich auch dafür sorgen, dass wir Wasser haben. Wer war das? In dem Sinne dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.